Ein Leben auf der Straße. An jedem Ort nur kurz zu Besuch. Alltag für die 200-köpfige Familie von Zirkus Krone. Sie und die 100 Tiere sind 7,5 Monate im Jahr auf Tour. Und sie haben kein leichtes Gepäck. Das ist das größte reißende Zirkuszelt der Welt. Das größte reißende Zirkuszelt hat 22 Meter hohe Masten. Platzbedarf circa wie ein Fußballfeld. Die vier Hauptmasten haben eine doppelte Ausführung. Das macht uns das Reisen natürlich schneller, sodass wir rein nur mit einem Ausfalltag jetzt von Itzehoe nach Flensburg angereist sind. Eine Woche werden sie hier bleiben. Am Tag zwei Vorstellungen spielen. Abbauen, aufbauen. Noch gibt es bis zur Premiere viel zu tun. Hier werden noch die letzten Arbeiten vorgenommen. Alle Stühle werden noch beplüscht, Lichttechnik eingebaut, Requisiten gestellt, sodass heute Punkt 20 Uhr wir hier auf der Exe Premiere feiern können. An jedem neuen Standort entsteht eine eigene kleine Parallelwelt. Die Fläche auf der Exe wird zum neuen Stadtteil von Flensburg. Schneiderei, Feuerwehr, sogar einen Bürgermeister gibt es hier. Man muss es halt jedem recht machen. Man versucht das auch. Ist manchmal nicht leicht, weil die Plätze werden immer kleiner. Mein Sohn Platz wie Flensburg, den kriegst du nicht immer. Das Leben außerhalb der Vorstellungen findet in der Krone City statt. Auch die Schule. Insgesamt 7 Kinder werden im Schulwagen unterrichtet. Sommerferien im klassischen Sinne gibt es hier nicht. Also der eine Schüler, der hat jetzt mal eben 2 Wochen Ferien und der kriegt wohl noch mal eine Woche Ferien, aber der kriegt nicht 6 Wochen Ferien. Auch die Pfingstferien haben wir 3 Tage mitgemacht und wir machen auch die Osterferien nur teilweise mit. Aber wir lassen es dann manches etwas locker angehen. Es kommt immer darauf an, welche Probe gerade geschrieben werden muss, was gerade parat sein muss. Das heißt, die Schüler bekommen alle Stoffe, die sie auch an der Schule durchnehmen. Das ist absolut notwendig und oftmals darüber hinaus noch etwas. Viele Mitarbeiter verbringen schon ihr ganzes Leben im Zirkus und können sich etwas anderes gar nicht vorstellen. Wenn ich bin so lange gearbeitet hier schon, dann ganze Arbeit beim Zirkus. Das ist die Reise, das ist die Atmosphäre, sonst so leben wir, Stadt für Stadt. Hier sind wir in der Küche des Zirkus Krone. Hier werden täglich 3 Mahlzeiten ausgegeben, Frühstück, Mittag, Abendessen. An Aufbautagen immer etwas kräftige Nahrung, freitags traditionell Fisch und am Sonntag immer ein schönes Stückchen Braten. Sie reisen immer mit, die 100 Tiere des Zirkus Krone. Die Ställe für die Tiere werden immer als erstes aufgebaut. Alle Tierstallungen haben in doppelter Ausführung. Hier beispielsweise im Marstall des Zirkus Krone bei den Pferden. Hier haben wir 40 Hengste aller Rassen. Und die Tiere haben dann eigentlich nur die Reisezeit, beispielsweise hier von Itzehoe nach Flensburg, und gehen dann sofort in ihr gewohntes Umfeld, haben eingestreut, der Salzleckstein ist drin, das Wasser ist drin. Das Wohl ihrer Tiere steht für die Zirkusmitarbeiter an oberster Stelle. Und die Kritik begegnet ihnen an jedem Standort. Demos wie diese sind für die Zirkusmitarbeiter schon fast alltäglich. Sie sind bemüht natürlich und sie lieben sicherlich auch ihre Tiere, aber es ist halt nicht möglich, weder Wildtiere noch auch die Haustiere dort artgerecht zu halten. Also wir sind der meistkontrollierteste Tierhalterbetrieb der Welt. Kein Schweinezüchter, kein Rinderhalter, geschweige denn ein Privathaushalt, wird einmal in der Woche vom Veterinäramt kontrolliert und da gibt es überhaupt keine Beanstandungen. Wir betreiben schon immer eine Politik des offenen Hauses. Wie heute hier am ersten Spieltag kann sich jeder Mensch guten Willens von der Tierhaltung 2019 im Zirkus Krone informieren. Der Krone Zoo hat täglich ab 10 Uhr geöffnet. Man kann bei den Tierproben beiwohnen in der Manege. Also mit völliger Transparenz treten wir hier dem gegenüber. Es scheint ja so, als wenn die sich schon irgendwie hier an die Vorgaben halten. Ich finde das nicht richtig, dass man Tiere im Zirkus verbietet. Denn die Tiere wachsen alle in Gefangenschaft auf und würden in der freien Wildbahn überhaupt nicht überleben. Deswegen ist das alles übertrieben, was da veranstaltet wird. Tiere sind keine Clowns. Und Tiere sind auch nicht dafür da, dass sie uns unterhalten. Den Zirkus wollen wir nicht abschaffen. Wir würden auch gerne mal hier in Flensburg einen Zirkus besuchen und würden uns freuen, wenn auch mal einer ohne Tiere auftritt. Und ich denke, der Zirkus Krone hat das gar nicht mehr nötig. Die können auch mit der Zeit gehen. Wir leben nicht mehr im Mittelalter, müssen keine wilden Tiere irgendwo zur Schau stellen. Und es wäre ein Spaß, wenn wir irgendwann mal Zirkus Krone besuchen könnten, ohne Tiere. Verhärtete Fronten also. Am Ende entscheidet wie so oft der Verbraucher. Um die 2000 Besucher erscheinen zur Premiere. Mandana, Zirkuskunst neu geträumt. Sie wollen sich verzaubern lassen.
Pferdeprinzessin und Löwenprinz, Drahtseilakte, Akrobaten auf Spitzenniveau und eben auch die vier umstrittenen Raubkatzen in der Manege zum großen Finale. Eintauchen in eine ganz eigene Welt.